Wettergott ist wieder einmal gnädig. Die Sonne scheint wieder. Es hat geregnet und jetzt haben wir es wieder fein. Es ist warm, die Leute sind da. Es gefällt allen. Ein besonders schöner Tag. Die Kids haben wir zur Freude mit dem Vergnügungspark. Es gibt ganz viel Standeln und ganz viel zum Essen und zum Trinken. Ja, und jetzt schauen wir uns einmal an, was wir da alles genießen können. Ja, es ist wirklich mit Abstand unser größtes Fest, ist das Pfarrfest und es gibt es einfach schon seit Jahrzehnten, dass an dem Bartholomä-Kirtag einfach eine gute Stimmung ist, viele Leute kommen und was uns auszeichnet, ist natürlich der Vergnügungspark. Da gibt es eben die Familie Daraba, beziehungsweise jetzt die Familie Burkhardt, die schon seit Jahrzehnten zu uns kommt und wo es eben das Kettenkarussell gibt, jetzt modernere Geräte, Breakdance etc. und natürlich insbesondere bei der Jugend beliebt ist. Also angefangen hat es als Pfarrfest, mittlerweile feiert das ganze Dorf mit. Es gibt verschiedenste Örtlichkeiten und alles, was man so vorkommt, alles ist auf die Viers. Wie ist das gelungen? Seit wann besteht denn das, dass das so beliebt ist? Ja, angefangen ist, waren eben, glaube schon knapp nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist nach wie vor das Pfarrfest, aber es nimmt jetzt immer größere Dimensionen an. Wir haben also hier die Gastronomie voll mit eingebunden. Es ist der Dorner da, der Buschenschank Dorner, der Bartholomäer Kirchenwirt, Lagerhaus, der Buschenschank Strimbauer. Also alle Betriebe setzen sich da voll mit ein und daher funktioniert es sehr gut. Aber darüber hinaus natürlich auch die Pfarre selber. Die hat den Bartholomäerplatz geschaffen. Das ist direkt bei der Kirche, beim Pfarrhof. Und auch dort geht es rund und wird für die Kulinarik entsprechend gesorgt und die Leute verwöhnt. Ja, von Anfang des Jahres eigentlich muss man das anfangen zu organisieren. Und mit dem Umsatz sind wir heute super zufrieden. Die Gäste sind hoffentlich auch zufrieden. Das Essen passt hoffentlich alles. Also das macht uns sehr viel Spaß, das zu organisieren. Ich mache das sehr gerne und meine Kollegin, die jetzt momentan nicht da ist, die mit organisiert. Also wir machen das sehr gerne. Ich stehe da jetzt zwischendrin, zwischen Max und Luis, Familie Dorner, ein alteingesessener Buschenschank in der Gemeinde St. Bartholomä. Ja, Bartholomä-Sonntag. Luis, was sagt dir das? Ja, der Bartholomä-Sonntag ist für uns wirklich eine große Herausforderung. An dem Wochenende müssen wir nämlich unseren Buschenschank nach Bartholomä einer verlegen, weil das einfach gesellschaftlich und kulinarisch der Event für Bartholomä ist und hier sie wirklich alles trifft und alles zusammenkommt. Max, das war sicher eine ziemlich harte Zeit für die Vorbereitung und jetzt der Ablauf. Wie geht's da? Wie bist du zufrieden? Hast du Spaß? Ja, sicher, es ist voll super. Ja, es dauert ein bisschen länger und so, aber es ist alles voll super. Und ja, es macht mir viel Spaß und alles miteinander. Neben mir steht jetzt der Pater Paulus, Pfarrer von St. Bartholomä und auch dringende Frage habe ich an ihn. Pater Paulus, gestern hat es geschittert, dass Ärger nicht geht. Und heute haben wir Sonnenschein und feines Wetter. Was haben denn Sie da für einen besonderen Draht? Was haben Sie denn da dafür getan? Eigentlich braucht man gar nichts dafür tun, sondern einfach Vertrauen haben. Gestern hat es geregnet, da habe ich mir ein bisschen wärmer angezogen. Und heute freue ich mich einfach, dass es schön ist. Und es ist ganz einfach. Es gibt kein schlechtes Wetter. Man muss einfach rausgehen und feiern. Ganz kurz zwischen dir und Angel, weil voll im Stress, da wische ich jetzt den Gerhard Jölli, den Chef vom Kirchenwirt. Gerhard,
Heute ist ein großer Tag, das wichtigste Fest in St. Bartholomä. Du hast mitorganisiert, seit 5 Jahren bist du da dabei. Wie geht's dir heute? Ja, extrem stressig, aber es ist das lustigste Wochenende trotzdem im ganzen Jahr, weil es einfach alle Nerven und alle Anspannungen braucht. Die ganze Familie hilft mit und es ist einfach lässig, dass so ein Fest in Bartholomä bei uns da stattfindet. Ja, die Zusammenarbeit macht einmal viel Spaß, ne? Die Gemeinschaft. Geändert hat sich sehr viel, weil wie ich übernommen habe vor 20 Jahren, waren wir ganz wenig, zwischen 9 und 11 Leute, dann hat sich das 30, 40 Leute, das wir heute sind. Und das macht schon immer wieder Spaß. Die Arbeit ist halt immer wieder die Aufgabe. Ne? Eltraud, seit 30 Jahren spielst du mit deinem Flügelhorn mit und bist da dabei. Damals auch noch sicherlich sehr jung. Wie war denn das damals für dich? Ja, ich bin da eigentlich als junges Küken, kann man sagen, in die Kapellen, die bestehende Kapellen eintreten, sind da mitten zwischen 40- und 60-Jährige gesessen. Ohne Plan natürlich, aber es hat total Spaß gemacht und ich habe irrsinnig viel gelernt und bin nach wie vor mit voller Begeisterung noch dabei. Auch die Kinder mittlerweile sind dabei, also haben wir immer einen Familienausflug, wenn wir zur Kapellen spielen gegangen. Freddy, du bist der Kapellmeister vom Musikverein. Seit wann machst du das? Wie bist du dazu gekommen? Ja, ich war eigentlich zuerst da als Musiklehrer tätig und habe da das Blech ausgebildet. Und dann ist eigentlich die Frage gekommen, von ob ich nicht die Kapellen übernehmen will. Zuerst war es für ein Jahr. Mittlerweile sind es jetzt 14 Jahre geworden. Und ich bin sehr froh und sehr glücklich über meine Musiker da in St. Bartholomä, wie die arbeiten und wie diszipliniert sie sind. Und das wirkt sich auch musikalisch aus. Ja, und zum Schluss noch eine kleine Frage an das Publikum. Was ist der Unterschied zwischen einem Kapellmeister und einem Kondom? Keiner. Weil mit ist sicherer und ohne ist lustiger. Was taugt euch am meisten heute? Breakdance. 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 Ja, das war's vom Bartholomä Sonntag und ich gehe jetzt heim und das bringe ich meinem Schatz mit.